Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi Brody, alles andere nur Dreck. Hallöchen Leute, ja, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns eine YouTube-Kacke an, die Legende von Harald. Nie gesehen, ist scheinbar auch so eine YouTube-Kacke von so jemandem, der nicht so bekannt ist, weil es ist von einem Account, der heißt der Aaron. Ja, let's go. RTL, LTR. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, gut. Fossilien. Das sind nur ein paar alte Knochen. Stimmt. Aber wenn man ganz genau hinsieht, erkennt man, dass die Tiere nicht mehr leben. Das ist krass. Ungewöhnlich. Stimmt. Wenn man ganz genau hinsieht, dann kann man sehen, dass sie nicht mehr leben. Das ist krass. Stimmt, oder recht, echt. Krass. Gewöhnlich. Da vergisst man leicht, wie Menschen aussehen. Ein Skelett eines Allosaurus ist alles, was von den Dinosauriern gefunden wurde. Sein Name war vielleicht Harald. Wenn wir die Haufen von vielen anderen Tieren untersuchen. Vielleicht war sein Name aber auch Gustav, man weiß noch nicht. Dann können wir Harald wieder zum Leben erwecken. Sein Leben begann wie das aller Dinosaurier im US-Staat Wyoming. Dieser kleine Dino steht vor dem Ende seines Lebens. Auf einmal stinkt etwas. Zum Glück ist es die eigene Mutter. Sobald Mutter und Junge einander zum ersten Mal beriechen, entsteht ein großer Salzsee. Was? Vorsichtig befreien die riesigen Klauen der Mutter die Kleinen. Was ist denn bloß los? Mein armes Rumpelkind hat Schnee in die Augen bekommen. Was? Was? Was für ein Sound? Rumpelkind? Hier haben wir Harald. Hey. Die Kleinen sind noch kein bisschen groß. In nur 145 Millionen Jahren könnte aus ihm ein üppiger Fleischberg werden, der genauso üppig ist wie das Ödland von Wyoming. Im Moment kann Harald alles schlecht, schlecht stehen, schlecht kämpfen, schlecht lernen, schlecht fliegen. Die Chancen, dass er leben bleibt, stehen. Oh Leute, ich kann auch schlecht fliegen. Oh, das ist ein Talent, das ich kann. Ihn schlecht. Manche Beutetiere, wie die Beutetiersaurier, sind Beutetiere. Der Legosaurus ist 50 Mal größer als der Stegosaurus. Zwei räuberische Ornitholestes warten auf ihre Scheißverwandten. Die Allosaurus-Mutter ist da, solange sie da ist. Das denke auch meine Tante immer, wenn sie, oder meine Oma, wenn sie auf mich warten bei einem Termin. Immer diese Scheißverwandten, die zu spät kommen, immer muss ich warten. Und so trauen sich die Leichtgewichte mit ihren 30 Tonnen nicht allzu nah heran. 30 Tonnen Leichtgewichte. Scharfe kleine. Das sind 30 Tiger. Zähne sind sogar für einen ausgewachsenen Allosaurus viel zu groß. An diesem Abend verliert die Allosaurus-Mutter ihre Brut. Der Angreifer war ein Angreifersaurus. Und er hätte sogar die eigene Mutter angreifen können. Harald ist gerade geschlüpft. Er ist jede Menge Meter lang. Und er will Menschenkinderfleisch. Aber auch kleine Babys müssen erst gefangen werden. Okay, schlecht, wenn er Menschenkinderfleisch nur essen kann und essen will. Aber es vielleicht noch keine Menschen gibt. Eine sehr starke Diät auf jeden Fall. Ein schwer bewaffneter Stegosaurus bahnt sich seinen Weg durch eine Gruppe kleiner Osnilia. Die Osnilia fressen die zertrampelten Osnilia, die er zurücklässt. Das bedeutet, dass sie ziemlich dicht sind. Zu dicht für Harald. Er ist nicht zum Trinken hierher gekommen. Auf der Suche nach frischem Schlamm. Entzünde den Tornado! Direkt ins Kopf! Schlamm stampft eine Herde Apatosaurus vorbei. Leider keine Herde Menschenkinder. Harald hat Hunger. Dieses Weibchen ist ein anderer Allosaurus. Erst vor kurzer Zeit hat es den Stegosaurus erwischt. Er ist vor Erschöpfung gestorben, als er den Sumpf fressen wollte. Der Stegosaurus ist. Das. Kann ich verstehen. Sumpf sollte man auch nicht fressen, Leute. Also merkt euch, Leute, wenn ihr einen Sumpf fresst, sterbt ihr. Ein Opfer. Durch das Austrocknen eines Binnenmeeres ist eine ausgedehnte Flusslandschaft entstanden. Das sind möglicherweise 4 oder 5 Diplodocus. Sie wissen nicht, wo ihre Eier sind. Harald ist trotz seiner 9 Jahre erst 5 Jahre alt und hat noch nicht zu Ende gekackt. Viele Tiere können das riechen und sterben dabei. Allerdings ist auch ein kranker, erschöpfter Diplodocus immer noch ein kranker, erschöpfter Diplodocus. Die Allosaurus wissen das. Voller Panik ist die Herde geflohen und hat den kranken Diplodocus weit zurückgelassen. Das hat den Diplodocus verletzt. Die Hitze wird dem riesigen Sauropoden bald den Rest geben. Ey, wenn ich Sauropoden höre, muss ich mal an saure Hoden denken oder sowas. Keine Ahnung, ich bin weird. Sauropoden. In einigen Wochen werden die Räuber ungeduldig. Der Diplodocus will einfach nicht sterben. Aber darauf kann Harald jetzt keine Rücksicht nehmen. Der Hunger ist zu groß. Oh. Endlich ist es soweit. Der Diplodocus lebt schon lange nicht mehr.
Er ist schon ganz vertrocknet. Obwohl hier genug Fleisch für alle Allosaurier der Welt liegt. Fress. Aber ich muss schon sagen, damals die Animationsvideos waren schon stark irgendwie gemacht, ne? Da wir das halt so alt sind. Richtig realistisch. Ich habe teilweise auch früher als Kind Panik bekommen von so einer Szene. Die war, glaube ich, nicht animiert. Die war mit echten Dino-Modellen halt gebaut. Also mit so Papp-Dinos und sowas. Und ich muss sagen, das sieht teilweise echter aus als mit 3D-Animationen. Und vor allem, da wurde so ein kleines Küken, Dino-Küken, ist gerade geschlüpft. Und dann kamen da so diese so riesige fleischfressende Ameisen, die haben es mit auf den Knochen runtergejagt, runtergenagt. Und ich hatte übelst Schiss auf Ameisen. Wissen Sie fast gar nichts. Das ist kaum zu glauben. Harald ist jetzt ein großes Allosaurus-Weibchen. Oh. Zum ersten Mal in seinem Leben stößt er Periodenblut aus. Ah, ich wollte gerade sagen, er hätte ein bisschen die Zähne putzen können, aber okay. 5 Monate später ist Harald wieder ein Männchen. Sein weiches Fleisch macht die Tiere am Wasserloch nervös. Am Wasserloch? Er bringt den Geruch des Kotes mit sich. Und das stört die Stegosaurus beim Sex. Na ja, gut. Harald durchgeht. Manche stehen auf Kot beim Sex, ne? Bis die Kehle funktioniert immer noch nicht. In der glühenden Hitze pirscht er sich an eine Herde schneller Wissenschaftler heran. Hier muss man geschickt vorgehen. Aber Harald hat so etwas schon 65 Millionen Mal gemacht. Katastrophal. Oh, richtig schlecht, Harald. Echt so. Als er schlecht versucht, wieder auf die Beine zu kommen, wird klar, dass er sich den Schnabel gebrochen hat. Beutetiere beginnen um diese Jahreszeit sich rot zu färben. 220 Millionen Monate später. Die Trockenheit dauert schon länger als üblich. Harald hat nochmal Glück gehabt. Sein Bein hat Fieber. Wie es aussieht, ist die mittlere Zehe geschlechtsreif, eine tödliche Gefahr. Ich kann sagen. Harald starb jung und wurde nicht alt. Man sieht genau, dass Harald eine starke Infektion am... Ja, das ist meistens so, wenn man jung wird und dann nicht alt wird. Das ist voll schlimm. Schlimmer ist aber, wenn man alt wird und nicht jung wird. Das ist noch schlimmer. ...Glied hatte. Und man entdeckt die Spuren von mindestens 145 Millionen weiteren Verletzungen und Krankheiten. Jo! Harald, für unseren Film zum Leben zu erwecken, war richtig. Also doch keine Animation? Es war doch so ein Kopf und so benutzt mit... Hä? Also doch aufwendig. Die Qualität von dem Video ist auch ultra krass, ne? Also es könnte auch ich da sein mit der Perücke. Dich schlimm. Nee, also ich bin da hinten dran. Und dauerte 17 Jahre. Aber dieser Aufwand hat sich nicht gelohnt. Beim Graben muss man graben. Das ist der Ort, an dem Harald 1991 entdeckt wurde. Ungewöhnliche Fossilienfunde an der Atlantikküste von Dinosaurierland erlauben uns faszinierende Einblicke in die Welt eines Portugiesen. An diesem Ort fanden wir eines der größten Eier auf der Welt. Wie das hier, meine, das von mir stammt. Wie das hier, das von mir stammt. Eines der größten Eier der Welt, wie das hier. Mikroskop kann man kleine Krokodile sehr groß sehen. Tatsächlich sind Krokodile und Alligatoren fleischfressende Vögel. Interessant dabei ist, ob Harald nach dem Schlüpfen in Portugal Babys suchte. Das kommt ganz selten vor. Wenn wir den kleinsten Knochen hier nehmen, sehen wir, dass er ungefähr 18 Meter misst. Dieser größere Knochen gehört einem Tier, das wahrscheinlich 1 Meter lang war. Der Knochen allein misst schon 8 Meter. Ah, ja. Mindestens 1 Meter, ja, ja. Wenn wir Allosaurus-Knochen untersuchen, schneiden wir Menschen in hauchdünne Scheiben und Vögeln. Beim Vögeln stellen wir viele Gemeinsamkeiten fest. Erst scheißen ist meine Devise. Oh Mann, ist ja richtig geil zusammengeschnitten. Wir Vögeln meistens, wenn wir die Scheiben schneiden. Und er so, er kackt erstmal davor. Oh Mann. Ich sag ja, manchmal stehen drauf, ne? Antinei. Aus Fischöl konnte man ein Allosaurus-Gehirn herstellen. Aber wie funktioniert Plastikspielzeug? Dieser Bereich ist für Sie zuständig. Um in einen lebenden Körper hineinzusehen, setzt man einen Schnitt durch die Brust ein. Rebecca Hanna kennt Harald besser als jede andere. Sie hat die letzten 8 Jahre damit verbracht, jeden Millimeter seines Skeletts mit Klebeband zuzukleben. Richtig sinnlos. Es kann bedeuten, oder liegt zumindest nahe, dass ich nicht normal bin. Ja. Diese These wird von weiteren Beweisen untermauert. Als ich diesen Knochen der rechten Hand untersuchte, war erstmal unklar, warum er so aussah. Ich fand heraus, dass dieser Knochen ein Mikroskop war.
Ein sicheres Zeichen, dass sie dicht ist. Und damit ja, nicht so wurde Harald gefunden. Die Schwanzknochen lagen an der Kante des Hügels. Und als man weitergrub, fand man noch mehr Schwanzknochen. Dann die Schwanzknochen und den Rest der Schwanzknochen. Halsmaul, Ende. Ja. Richtig nice. Ich bin Profi-Brody, weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi-Brody, alles andere nur Dreck.